Wir befinden uns in der oberbayerischen Schotterebene im Gemeindegebiet von Steinhöring. Bis 1988 förderte die Gemeinde ihr Trinkwasser aus eigenen Brunnen. Damals wurden zu hohe Nitratwerte festgestellt und die Brunnen mussten geschlossen werden. Aufgrund von Überdüngung kann der Boden die ausgebrachten Nährstoffe nicht aufnehmen. Nitrate und Phosphate werden vom Regen ausgewaschen und sickern durch die Kiesschicht ins Grundwasser. 1997 wurde ein Baggersee in die grundwasserführende Kiesschicht gegraben, der den Steinhöringer Bürgern zur Erholung dienen sollte. Das Wasser kommt mit ca. 8 bis 15 Grad und 40 Sekundenlitern ans Tageslicht. Die Vegetation war, wie es einem unbelasteten Gewässer entspricht, spärlich und bestand hauptsächlich aus Veronika. Damals war das Wasser noch sehr klar. Kleinkrebse und Insektenlarven, auch Zooplankton genannt, ernähren sich von mikroskopisch kleinen Algen. Zu viele dieser Algen trüben das Gewässer. Hier ist ein hundertfach vergrößerter Kleinkrebs zu sehen. Auch dieses Bergmolchmännchen braucht Zooplankton. Es ernährt sich davon. Die Nahrungsketten im See stimmten und das natürliche Gleichgewicht war gewährleistet. Die Steinhöringer Bürger genossen ihren neuen Badesee, doch leider nicht sehr lange. Die Überdüngung im Einzugsgebiet ist enorm. Die Gülletanks müssen im Zuge der intensivierten Landwirtschaft öfter geleert werden. Die Nährstoffe regen das Algenwachstum an. Es bilden sich dichte Belege von fädigen Grünalgen am Boden, zu groß, um von Zooplankton bewältigt zu werden. Ausgerechnet bei Badewetter, wenn die Sonne scheint, lösen sich die Fadenalgen vom Gewässergrund ab und steigen an die Wasseroberfläche. Wenn Wolken aufziehen und Niederschläge fallen, sinken die schwimmenden Algenwatten wieder auf den Gewässergrund ab. Die Gemeinde Steinhöring beauftragte Gewässerbiologen, um der Problematik auf den Grund zu gehen. So sieht der See jetzt aus. Bei Sonneneinstrahlung produzieren die Fadenalgen Sauerstoff. Dieser bleibt im Algengeflecht hängen und hebt die Algenwatte an die Wasseroberfläche. Bei über 300-facher Vergrößerung erkennt man die mikroskopisch kleinen Algen, das Phytoplankton. Vorkommnisse solcher nadelförmigen Kieselalgen weisen auf nährstoffreiches, das heißt belastetes Wasser hin. Diese Art Kieselalgen sind keine geeignete Nahrung für die Insektenlarven und Kleinkrebse. Das Zooplankton verschwindet, das Wasser wird trüb. Das absterbende Phytoplankton verbindet sich zu weißlichen Fäden und sinkt zu Boden.